Hallo! Ja, jetzt komme ich endlich mal dazu, dieses Video zu machen, ein Freiluftvideo, und zwar was Gesundheit mit Geld zu tun hat. Ja, wo fange ich an? Bei Gesundheit? Und zwar, Gesundheit ist ja der Zustand, in dem du erkennst, dass alles funktioniert, in dem du erkennst und wahrnimmst, dass dein Körper funktioniert, ja, dass dein Körper komplett in Ordnung ist. Dass alles, was du machst, wie du dich bewegen willst, was du angehen willst, wohin du gehen willst, dass alles einfach und fehlerfrei und geschmeidig möglich ist. Wenn das der Zustand, wenn du den Zustand erreicht hast, dann würdest du dich komplett gesund nennen. Also, und warum hat das mit Geld zu tun? Weil, wenn du in absoluter Reinheit, in absoluter Harmonie mit Geld bist, dann fühlt sich auch alles leicht an. Du kannst alles machen, was du möchtest. Du kannst hingehen, wo du möchtest. Es fühlt sich alles freudig an. Du fühlst dich sicher. Du fühlst dich absolut in Ordnung. Du fühlst dich einfach perfekt. So, damit hast du den Zusammenhang schon gehört, was Gesundheit mit Geld zu tun hat. Es kommt darauf an, was für einen Seinszustand du für dich entwickelst im Zusammenhang mit einem dieser Themen. Was für einen Seinszustand siehst du für dich im Zusammenhang mit deiner Gesundheit? Und was für einen Seinszustand siehst du für dich im Zusammenhang mit Geld, mit deiner finanziellen Situation? Wenn du in einem oder dem anderen im Mangel bist, dann bist du einfach in einem Zustand des Mangels. Und alles ist programmiert, ich habe nicht genug, ich bin nicht genug, es fehlt mir was. Deine ganze Aufmerksamkeit geht dorthin, wo die Dinge fehlen. Und wenn du so fokussiert bist, wo das Geld fehlt, wo die Gesundheit fehlt, dann nährst du diesen Gedanken, dann nährst du diesen Seinszustand, dann identifizierst du dich mit einem mangelhaften Seinszustand, dass irgendetwas mit dir nicht stimmt. Und das ist sowieso die Wurzel allen Übels. Diese Überzeugung, die wir in unserem analytischen Verstand, in unserem Ego mit herumtragen, dass wir immer wieder darauf bewusst sind, zu schauen, wo ist der Mangel? In der Wirtschaft heißt es sogar die Gap-Analyse, oder? Wir suchen immer, wo fehlt's? Wo ist es nicht gut genug? Wo muss ich es verbessern? Und so gehen wir eigentlich im Sinne einer Gap, einer Mangelanalyse immer durchs Leben und schauen aus der Brille hervor und schauen, wo ist der Mangel? Wo fehlt's? Wo bin ich nicht gut genug? Was muss ich besser machen? Und aus diesem Seinszustand heraus kommst du nicht in die Fülle, nicht in den Zustand, wo du diese Fülle, wo diese Freiheit, wo du die innerste Perfektion spürst und wo du wirklich, wirklich weißt, weißt du, kannst es nicht hören. Da bin ich ja mal gespannt, ob das irgendjemand hören kann. Sonst muss ich es einfach nochmal machen. Also ich hoffe, ihr könnt es hören. Ich gucke nachher, vielleicht geht es dann bei der Aufzeichnung. Also, in diesem Sinne, fokussiert euch auf die Fülle, fokussiert euch darauf, wo die Dinge sind und nicht da, wo sie nicht sind. Egal in Beziehung auf welches Thema. Also, ihr Lieben, schreibt eure Fragen runter. Ich bin begeistert, meine Meinung kundzugeben, das wisst ihr. Ich möchte euch gerne weiterhelfen. Ich möchte euch helfen, die Perspektive zu kriegen von eurer wahren Identität, herauszufinden, wer ihr wirklich seid. Und wenn ihr das wirklich ganz fest in euren Sein reinprogrammiert habt, eure wahre Identität, dann gibt es eben überhaupt keinen Mangel mehr. Also, happy day!